herzlich willkommen zu einem neuen Video in Christines Bastelstube. Heute gibt es nochmal einen mega, mega Action-Haul, also da könnt ihr euch schon mal auf Überlänge einstellen. Ja, viel Bastelsachen, aber auch ein bisschen Zeug, was nicht zum Basteln ist. Seid gespannt. Jetzt fange ich erstmal an mit den Bastelsachen. Ihr seht ja hier schon einiges liegen. Ich starte mal mit diesem Stapel hier, bestehend aus Holzknöpfen und Holzteilen. Ein Set jeweils 99 Cent. Da sind jetzt 36 Holzknöpfe drin und ja, schön bunt. Mir haben die gut gefallen. Dann diese Holzzuschnitte, die zusätzlich glitzern und eingefärbt sind, auch 99 Cent. Von jedem Motiv sind es 4 Stück. Die gab es auch in ganz vielen Varianten. Haben wir hier mit Schmetterlingen. Dann hier mit Ornamenten und Türrahmen. Jetzt zweimal. Hier auch bunt gemischt. Blümchen. Zweimal und dann noch mit Schmetterlinge. Ja, es sind auch 36 Stück drin. Dann habe ich mir ein paar Bretts mitgenommen. Das sind 75 Cent pro Packung und 140 Stück drin. Dann habe ich mir Glitzer mitgenommen, zweimal den gleichen, 85 Cent, die Farben waren dabei. Ja, ich komme leider nicht so oft zum Action, maximal einmal im Monat, deswegen wird es immer etwas mehr. Dann noch Knöpfe-Set, 1,59 Euro. Aber ihr kennt das ja, wer Basteln liebt, der liebt natürlich auch Bastelsachen und man kommt nicht dran vorbei. Es ist ein Graus. Ich stand auch wieder ewig an der Kasse. Hier so ein Glitzerband. Das ist jetzt zum Aufkleben oder Diamantband. Ja, muss ich gucken, weiß ich nicht. Habe ich in zwei Varianten mitgenommen, einmal rosa, einmal silber. Und es war auch 92 Cent. Dann habe ich mir hier so die schöne Box mitgenommen, die man dann selber ganz gut gestalten kann. Fand ich auch toll. Die hat einen kleinen Spiegel mit drin, ist aber sonst nur farblos mit Schubläden. Und wie ihr hier sehen könnt, kann man das dann noch aufklappen. Ja, kam 1,99 €. Aber ganz okay.
Jetzt habe ich mir so ein Stempelset mitgenommen, auch für 1,99 €. Bestehen aus 10 Stempeln? Nee, 8 Stempel. 8 Stempel und 2 Stempelkissen. Kennt ihr ja alle schon. So, dann noch so ein genannten Perlenband. Die kosten 49 Cent. Hab ich mir einmal in grün oder türkisgrün und hellrosa mitgenommen. Dann hier Diamantensteine. Die waren 75 Cent pro Packung. Da sind 60 Gramm drin. Also wie viel es dann in Teilen ist, kann ich euch jetzt nicht genau sagen. Gab es auch noch mehr Farben. Ich habe jetzt nur die zwei mitgenommen, also die blauen. Und hier ist so bunt gemischt, gelb, rot, grün. Ja, weil die kostet jetzt bei Müller zum Beispiel, kostet die 7 Euro. Also echt teuer, so ein Set. Und hier 75 Cent zweimal, nicht mal 2 Euro, ist schon ein anderer Preis, ne? Da habe ich mir noch mal so eine Girlande mitgenommen, die kostet 49 Cent, sind Schmetterlinge drauf. Dann hier noch so Geschenkbänder, die glitzern, die haben 82 Cent gekostet. Jeweils dreimal und 6 Meter. Dann habe ich mich hier einen Bast mitgenommen. 39 Cent, also auch super Preis. Und dann hatte ich mal Glück und habe so einen Figurenpanscher bekommen, also die größeren, die bis zu 15 mm. Motiv ausstechen und den brauche ich auf jeden Fall, wenn ich ein Album mache und kostet nur 99 Cent. Also ich habe die auch schon die gleichen auf eBay gesehen, da kosten so 3 bis 4 Euro. Also wenn man die im Action bekommt, dann zugreifen, ne? Das ist echt gutes Schnäppchen. Dann habe ich mir hier, um Anhänger zu basteln, so ein Set mitgenommen für 1,99 €. Sind verschiedene Perlen drin und kleine Ketten. Und eine Nylonschnur. Dann noch so ein Schaumstoffklebeband für 46 Cent. Kennt ihr alle. Ich kriege leider nicht dieses doppelseitige Klebeband, dieses dünne, kriege ich leider nur im Action. Ich weiß nicht warum. Dann zeige ich euch noch die Washi-Tapes und dann bin ich mit der ersten Kiste durch. Aber da kommt noch jede Menge, keine Sorge. Ja, da gibt es ja einmal die mit Metallic oder Design, nee, die nennt sich jetzt Design-Tape. Die kosten 89 Cent jeweils. Gab's. Oh, das will ich zweimal. Zeig euch, die ausgesehen haben. Einmal das Motiv. Einmal dieses Motiv. Dann dieses. Und noch dieses. Diese Farbe noch. Ja, dann gibt es die mit Metallic-Effekt. Die waren 82 Cent pro Packung. Die habe ich auch schon ein paar Mal mitgenommen, aber das gefällt mir so gut mit dem Rosa und dem Gold.
Und da ich ja sonst kein Glück habe mit Washi-Tapes, schlage ich dann immer übermaßen zu, ja. Dass ich auch welche zu Hause habe. Ich tue die ein bisschen bevorraten. Das sind auch schön hier, diese Schmetterlinge. Das ist auch total süß. So, das waren diese. Dann gibt es die ganz normalen ohne Glitzer und Tamtam. Kosten auch 82 Cent. Da habe ich jetzt diesmal auch mal unterschiedliche Varianten bekommen. Einmal dieses. Dann hier in etwas braun-grün-tonfarbenen. Vom Muster her gleich. Das hier habe ich schon mal bekommen. Das ist alles so ein bisschen partymäßig, ne? Erinnert eher an Geburtstag. Das hat mir am besten gefallen, von denen, die ich da bekommen habe. Fand ich schön. Dann gab es noch Stoff-Washi-Tapes. 59 Cent pro Stück. Gab es auch in vielen verschiedenen Varianten. Und das sind, wie viel Meter? 3,5 Meter anscheinend. Die anderen zeige ich euch hier so von der Seite. Genau. So, das waren die Washi-Tapes. Da habe ich jetzt noch eine, den wollte ich euch zeigen. Aber in Aktion. Hier, das sind so Aufziehfiguren. Ich finde die total lustig. Ich ziehe den jetzt mal eben für euch auf. Ich hoffe, das klappt. Also, ihr könnt es euch vorstellen. Gerade mit Kids macht das echt voll Spaß. Ich habe mir da auch gleich ein paar mehr mitgenommen. Die kann man da alle gleichzeitig aufziehen und das ist echt witzig. Kommt ganz gut an. Ja, dann räume ich das hier schnell weg und hole die zweite Kiste. Und dann kann es weitergehen. So, hier seht ihr jetzt jede Menge Papiere, Kartenumschläge und so weiter. Ich fange mal an mit dem 1 Kilo Papier. Da habe ich mir ein Päckchen nochmal mitgenommen, 1,99, da hat sich nichts geändert am Preis. Ja, ich fand die Motive auch sehr schön. Und die Farben auch ganz schön, weil die diesmal nicht ganz so kräftig sind. Da kann man das ganz gut verwenden. Dann habe ich eine jede Menge von dem A4 Papier mitgenommen. Kosten 65 Cent und gibt es in unterschiedlicher Grammatur von 80 bis 160 Gramm. Ich habe jetzt einmal 120 Gramm dabei. Und die anderen sind 160 Gramm. Kosten aber alle 65 Cent. Dann haben wir hier diese 3D-Ausstandsblöcke, also beziehungsweise schon vorgestanzte Blöcke, wo man einfach nur raustrennen muss. Tja, das ist für kleine Jungs ganz schöner Bogen. Ich habe mir schon überlegt, ob man das vielleicht dann austrennt, laminiert und so ein kleines Mobile draus bastelt. Könnte ich mir auch schön vorstellen. Ich zeige euch mal schnell, was da alles drin ist.
Stimmt, die erste Seite habe ich unterschlagen. Ne? Hier. Kosten 1,89 €, aber sind ja auch wirklich viele Motive dabei. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 Seiten. Genau. Also, das Ganze gibt es auch noch in unterschiedlichen Motiven. Hier so ein bisschen herbstlich angehaucht. Kann man auch mal schön durchblättern. Häschen, Eichhörnchen. Igel ist auch dabei, sehe ich gerade. Schön. Rotkehlchen. Ja, toll. Lassen sich auch schöne Karten mit basteln. Oder alles Mögliche verzieren natürlich auch. Auch die Motive kann man natürlich einlaminieren und dann irgendwo aufhängen, das ist auch möglich. Den fand ich jetzt wirklich sehr schön. Also gerade wenn man Karten für Hochzeiten macht, kann man da echt gut was von gebrauchen. Manche Motive habt ihr auch zweimal, das ist ganz schön. Der letzte, wie gesagt, 1,79 €, super Preis. Hier Häschen, sie kann man wirklich gut für romantische Karten verwenden. Jetzt nicht unbedingt was für Männer wahrscheinlich, aber lässt Frauenherzen höher schlagen. So, dann habe ich mir so noch Hobbykarton mitgenommen, kostet 97 Cent, ist A5 Format und sind, wie viele sind denn da drin? 10x5 Farben, okay, 10x5 Farben, also 50 Stück für 97 Cent. Dann habe ich mir hier noch welches von diesen etwas feineren Papier mitgenommen. Habe ich euch schon mal welche gezeigt, habe ich jetzt noch nur ein paar Motive mitgenommen, die mir noch gefehlt haben. Wollen wir schnell durchschauen. Das fand ich sehr schön, den Rosen. Das mit den Herzen und den Blumen. Sehr kräftige Farben. Ich finde jetzt nur noch dieses dünne Papier, aber diese Washi-Papiere gab es ja auch mal. Die habe ich jetzt in meinen Action noch nie gesehen. Dann gibt es diese Raustrenn 3D-Blöcke noch im kleineren Format für 99 Cent. Können wir auch mal schnell durchblättern. Den hier finde ich auch sehr schön. Kann man auch immer gut zum Inspirieren verwenden. Ne? Ja, das ist ja hier schon alles vorgestaltet. Das kann man natürlich auch gut nachmachen. Oder sich eben davon inspirieren lassen. Einmal diese, dann diese. Es sind immer 12 Seiten mit drin. Liederblock. Ah, was schön. Lieder ist doch eine schöne Farbe. Ja. Und diesen hier habe ich mir noch mitgenommen. Es sind ja immer so ein paar Bilder drin. Kann man ja eigene Bilder reinmachen. Müssen ja nicht die Bilder von fremden Leuten sein. Das hier sieht sehr schön aus, ne?
Aber trotzdem ist es irgendwie komisch, von fremden Leuten die Bilder drin zu haben. In den Alben. Das kann man halt auch gut, wenn man so eine... So ein kleineres Album macht, trennt es raus und macht es als Einschubkarte rein. Ist man gleich fertig, ne? Braucht man gar nicht mehr groß verzieren. Also schon nützlich, diese Blöcke. Aber das weiß der Action ja auch, sonst würde er es ja nicht anbieten. Gut, dann habe ich noch jede Menge Briefpapiersets mitgenommen, also Karten mit Umschlägen. Die kosten jetzt 65 Cent. Und gibt es halt wieder in diversen Ausführungen. Oh, mit diesem Metallic-Papier, ich liebe es ja. Zeig euch mal näher. Es glitzert so schön. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera sehen kann. Ja, das ist echt toll, wenn ihr die in echt seht. Wirklich schön. Dann gibt es noch in etwas größerem Format. 13x13 oder hier 15x15. Kosten jeweils 65 Cent und gibt es auch immer wieder in unterschiedlichste Farben. Wenn ihr das auf eBay findet, dann kostet es meistens 3 Euro mehr. Ich glaube, deswegen kriege ich auch immer keine Papiere, weil die Leute im Action alles abkaufen und dann auf eBay hochladen. Tja, aber ich will ja auch nicht alles teuer bei eBay kaufen. Dann nochmal einen Schwung Kraftpapier mitgenommen. Habt ihr auch schon eine Kraftkarte mit euch gebastelt, die gehen ja schnell weg. 62 Cent kosten die Kraftkarten, auch wieder in unterschiedlichen Formaten, 13x13, 15x15 oder ganz normaler kleiner Briefumschlagformat, also C6 Format. Ja. Das Ganze gibt es dann noch in Standardcremefarbe ohne Glitzer. Die kosten 59 Cent. Und gibt es auch einmal quadratisch, einmal länglich. Ja. Die sind, glaube ich, neu, die habe ich bisher nicht gesehen. Dann hatte ich endlich mal Glück und habe diese farbigen Briefumschläge bekommen. Die habe ich schon so lange gesucht. Nie hatte ich Glück. 59 Cent eins. Und ich glaube, ich habe endlich mal alle Motive erwischt. Herzchen habe ich gleich mal zugeschlagen. Ist einfach schön, wenn man einen Brief schreibt. Ne? Toll. Was da eine Verpackung oder einen kleinen Gutschein hat. Also ich liebe diese Briefkuverts. Und Waben. Dann Etiketten. 32 Cent. Ihr wisst ja, ich färbe mir die gern ein mit Stempelkissen und klebe mir dann auf Karten. 32 Cent ist aber echt super Preis. Kriege ich im Teddy nicht so günstig. Dann habe ich mir hier nochmal dieses Glitzer-Kraftkarten-Format-Sammelbox mitgenommen für 1,99. Ich habe mir die gleiche in Silber gekauft und euch schon mal gezeigt. Und es gibt eben diese Motive. Glänzt wirklich schön. Ich mache jetzt mal auf und hole euch mal eine raus. Ein bisschen die Matte. Matte oder Streifen. Sternchen. Also das ist ja wirklich sehr schön. Da macht man eben nochmal aus Kraftpapier, stanzt man sich was aus oder schneidet sich was aus und macht das hier vorne drauf mit so Abstandshalter und hat gleich eine schöne Karte, schreibt was rein und fertig. Braucht man gar nicht lange rumtun. Wenn es mal schnell gehen muss, dann können wir das ja nehmen. Und ich werde ja sowieso immer gebeten, die Karten für andere zu machen. Da geht was drauf an Kartenmaterial. Dann habe ich mir noch so einen Cardstock mitgenommen, der metallisiert ist. 85 Cent. A5 Format und 250 Gramm.
glitzert wieder so schön. Ich liebe das. Und ist noch strukturiert. Kann man sich echt wunderbares ausstanzen von. Deswegen habe ich auch gleich mal zugeschlagen. Waren die letzten. Ich weiß, dass es den auch noch farbig gibt. Aber leider hatte ich da keine Glück. Ja, dann mussten noch ein paar Emoji-Sticker mit. Ich meine, ich habe euch die eh schon mal gezeigt. Ich bin jetzt gar nicht sicher. Ja, mal ganz schnell schon mal durch gucken. Im Action muss ich jetzt bei meinem Action auch immer etwas suchen, weil viele Sachen sind dann auch in der Kinderabteilung, wie die Sticker zum Beispiel. Die finde ich jetzt nicht bei den Bastelsachen. Und dann gibt es auch noch mal neben der Kinderabteilung gibt es Geschenkbandabteilung. Und da findet man dann auch noch mal schöne Sachen. Also manchmal ganz komisch, muss man echt überall gucken. Dann gab es diese coolen Tags, richtig schön groß. Also ab 5 würde ich sagen, ungefähr von der Größe. Jetzt muss ich aufpassen, 98 Cent. Und gab es in diesen schönen Formaten. Ja, also wirklich toll, haben mir gut gefallen. Dann habe ich mir noch Knöpfe mitgenommen, 65 Cent. Die Farben haben mir am besten gefallen, Türkis und Pink. Und Kleber hatte ich noch dabei. Das ist ein Textilkleber für 1,19. Anwendbar. 92 Cent und der hier für 95 Cent. Trocknet rückstandslos, war drauf gestanden. Haben noch nicht ausprobiert, bin gespannt. Ja, dann hole ich noch mal die andere Kiste oder Tüte her. Dann geht es gleich weiter. So, jetzt geht es weiter mit ganz vielen Stickern und so Diamantenaufkleber, Holzteile, also zum Aufkleben, ja, Geschenkband, Tüten und ein bisschen Osterzeug. Ja, starten wir mal hier. Das ist so ein Keilrahmen, also festeres Papier zum Zeichnen eigentlich gedacht. 1,45 sind drei Stück drin und ich habe mir gedacht, ich nehme das als Buch oder halt für mein Album, was ich vorhabe zu machen, das große Format, dann halt für die Deckel, also vorne und hinten. Kann man ja auch gut mit Papier bekleben, muss ich ja nicht unbedingt bemalen. Und dann habe ich halt gleich fertig und muss nicht viel rumkleben. 1,45 gedacht, probiere ich mal aus. Dann gab es hier eine Tüte, die habe ich schon mal gekauft und die fand ich so schön mit den Sternchen und Kraftpapier für 55 Cent. Dann machen wir weiter mit den Osterstickern, die habe ich euch auch schon mal gezeigt, aber ich fand die so schön, deswegen mussten die noch mal mit. 79 Cent pro Packung. Gab es einmal diese Motive. Dieses Motiv. Und diese hier. Ihr seht es noch mal genauer.
So. Dann die Juwelensticker. Einmal diese hier für 75 Cent. Einmal in Hellrosa, einmal in Silber. Gleiche Motive. Und die Diamanten-Perlensticker für 69 Cent. Dann nochmal Diamantensticker als Herzchen für 49 Cent. Ich frage mich, ob man die auch aufbügeln kann. Oder ob die nur zum Basteln sind. Und das wird sich auch auf einem T-Shirt toll machen. Ja, wenn es einer von euch weiß, ob man die auch, also die hier auch für T-Shirts verwenden kann, ne, dann schreibt es mir in die Kommentare. Wäre echt interessant, würde ich. Aber wenn ich das jetzt ausprobiere und es tue es in die Waschmaschine, es geht ab. Aber nicht so lustig. Ja, dann haben wir hier ganz viele von diesen großen Stickern. Da habe ich mich auch gefreut, die habe ich noch nie bekommen. 65 Cent kosten die und ist echt viel drin. Den fand ich sehr schön, habe ich leider nur einmal bekommen. Und die sind auch so stoppig, aber gleichzeitig fest, also echt schön. Dann gab es diese Rap-On-Transfer-Motive für 65 Cent. Oh, gibt es zwei. Habe ich die Rückseite noch gar nicht angeguckt, habe ich gerade gemerkt. War die Rückseite. Dann gab es diese Perlensticker, 55 Cent, sind hier alle. Dann gab es noch die großen Sticker für 95 Cent. Ich habe mir jetzt nur dieses Set zweimal mitgenommen. Die anderen haben mir nicht so gefallen. Die fand ich sehr, ja, alte Oma-Motive mäßig. Mit diesen Blumen und Glitzer drauf. Ich weiß nicht, aber den fand ich schön. Den habe ich mir dann zweimal mitgenommen. Mit Leuchtturm. Kann ich mir halt auch wirklich gut wieder diese Motive auf Karte vorstellen. Also auch diesen Leuchtturm. Das sieht einfach toll aus. Gab es noch Leuchtsticker für 42 Cent. Also für Kinderzimmer auch wieder schön, denke ich. Schöne Idee. Dann 72 Cent diese 3D-Sticker mit den Emoticons. Dann noch mehr 3D-Sticker für 79 Cent. Habe ich ja schon mal gezeigt, aber ich habe nicht alle Varianten bekommen. Diesmal hatte ich mehr Glück.
kann man natürlich auch einfach selber machen, aber die sind halt so günstig. Dann greift man halt doch zu. Die Variante habe ich bisher nicht bekommen. Also wenn man mal seitlich reinguckt, ist auch nur aufeinander geklebt alles. Und Knöpfe hat man genug eigentlich zu Hause rumliegen. Farbiges Papier auch, ne? Ja. Aber bei dem Preis, ne? Machten sie halt auch nicht selber. Dann gab's kleine Wäscheklammern mit Holzfiguren drauf für 77 Cent. Mit Schafen, Hasen. Und Blume und Vögelchen. Oh, hier sind Blumen. Dann gab es wieder die Rhinestones zum Aufkleben, 55 Cent. Sind einfach praktisch, wenn man Karten veredeln möchte oder andere Sachen, Schatullen oder sonstiges. Macht sich einfach gut. Dann hatte ich total Glück und habe eins von diesen Vintage-Stickern noch erwischt. 92 Cent kosten die und die finde ich wirklich mega schön. Also toll. Zum Gestalten. Ja, dann die Holzelemente. 82 Cent. Der sieht echt witzig aus. Ja. Dann, die hatte ich schon mal mitgenommen. Und die Blumen. Die habe ich euch, glaube ich, auch schon mal gezeigt. Dann habe ich hier so Mini-Tag-Anhänger bekommen. Und die waren nämlich jetzt bei der Kinderabteilung bzw. Geschenkebandabteilung. Und sind echt süß. 52 Cent. 20 Stück. Einmal hier mit diesem Herzchen-Motiv. Und einmal hier mit dem Fangs-Motiv. Auch ein Band dabei, kann man gleich verwenden. Dann haben wir hier die Deko-Ribbons. Die selbstklebende Bänder. Ja, zum Geschärben von Papierkarten und so weiter. 72 Cent. Und diese Motive gab's. Gut, vielleicht noch mehr, aber die habe ich halt bekommen. So. Gibt's hier unterschiedliche Köpfe. Wahrscheinlich gab es da noch mehr Varianten. Aber gut. Dann noch mehr Sticker, Stoffsticker diesmal, auch sehr schöne, 62 Cent pro Packung, zeige ich die Motive mal, das fand ich sehr schön, dieses hier, dunklere Farben, das hat mir auch gut gefallen. Das war mein Favorit mit Kork. Vor allem mit dem Pink und dem Weiß. Das sah einfach schön aus. Genau. Dann hatte ich Glück und habe 3D-Sticker bekommen. Dann habe ich mal zugeschlagen. 95 Cent pro Packung. Diese schönen Motive waren drauf. Das hier war auch schön.
Sie hat mir auch gut gefallen. Das nochmal. Das hat man schon mal, glaube ich, vorhin. Genau. Dann gab es noch die Lochsticker. 92 Cent. Da habe ich schon mal welche mitgenommen, aber da haben ja noch Motive gefehlt. Deswegen habe ich diesmal noch welche mitgenommen. Ja, dann kommen wir zu den Ostersachen. Da gab es noch ganz viele Sets. Und da ich ja mit den Kids basteln will, habe ich da mal zugeschlagen. Pro Set 49 Cent. Also echt nicht viel Geld dafür, dass die schon vorgeschnitten sind und auch schon kleben. Jetzt muss man also hier nur noch die Klebefolie abziehen und kann alles gleich aufkleben. Hier vorne sieht man, wie es aussehen soll. Gibt es einmal diese Küken. Dann gibt es das Ganze noch mit den Schafen, mit den Osterhasen und immer 49 Cent mit den Eiern. Und da gab es hier noch so lustige Ostertüten für 69 Cent, also echt schön. Dann noch so ein Anhängerchen aus Holz für 48 Cent. Dann für 55 Cent noch mal so ein Set, wo man Eierhalter basteln kann. So, hier 36 Cent nochmal die Tüten. Das waren die letzten, die ich euch noch zeigen wollte. Ja, und dann geht's weiter mit der letzten Kiste. Das sind jetzt keine Bastelsachen mehr dabei, aber so ein bisschen was so zum Naschen gibt, was wir immer mal wieder mitnehmen. Oder auch andere nützliche Dinge. Seid gespannt, was ihr jetzt noch in der letzten Kiste seht. Ja, so, jetzt habe ich alles rausgeräumt. Als erstes hier dieses Party-Licht. Ihr kennt das alles sicher noch von früher. Es sieht einfach cool aus mit diesem Plasma. Ja, hat mein Mann unbedingt mitnehmen wollen. 12,95 €. Bin gespannt. Hab's noch nicht in Aktion gesehen. Mal gucken, ob es funktioniert. Dann noch Schwämme, Haushaltsschwamm, Autoschwamm, einmal 99 Cent, einmal 96 Cent. Dann Zahnseide für 79 Cent, hat mein Mann ausgesucht. Ich bin gespannt, ob die Dinger nicht abreißen, die bleiben bestimmt in den Zähnen hängen. Ich schreibe es euch mal oder erwähne es mal im Video, wenn wir es ausprobiert haben. Es bleibt spannend. Dann hier so ein Ding, die meisten von euch mögen das wahrscheinlich gar nicht, das ist für Kopfmassage, 79 Cent. Das hat hier so
Stelle und ein Drahtgestell und dann kann man sich den Kopf mitmassieren. Ich finde das ganz lustig, aber ist ein bisschen ein komisches Gefühl, mir gefällt's, aber jo. Müsste sehen, für 79 Cent kann man da nicht viel falsch machen. Selbst wenn es abbricht, naja, kommt es halt weg. Ne? Dann habe ich mir noch so einen Baustrahler mitgenommen, LED-Baustrahler für 14,95 Euro. LED deswegen, weil mir das einfach lieber ist, es wird nicht so heiß. Und ich brauche halt eine Lichtquelle, gerade dann, wenn ich Videos etwas später am Abend aufnehme, da ist das ganz gut. Und der ist wirklich hell, der ist nicht schlecht. Habt ihr ja jetzt hier auch schon im Einsatz. Und ja, finde ich ganz cool. Kann ich empfehlen. Dann Pflaster für 69 Cent. Ganz normal Pflaster. Das sind jetzt die Süßigkeiten. Die holländisch klassischen Süßigkeiten. Meistens mit Minze und Lakritz. Also pass auf, wenn ihr das Zeug nicht mögt. Das hier sind jetzt Minzenbonbons oder so. Pfefferminzgeschmack. Packung 99 Cent. Ja, hat auch mein Mann ausgesucht. Ich mag das Zeug nicht so sehr. Aber mal gucken. Die habe ich noch nicht probiert. Das sind halt Süßigkeiten, die so standardmäßig im Supermarkt nicht bekommst. Ne? Deswegen nehmen wir Team Action schon ab und zu mit. Dann Menthol frisch. Soll wohl auch helfen bei Halsschmerzen. 69 Cent. Auch mal mitgenommen zu probieren. Und mein absoluter Favorit sind ja diese leckeren Honigwaffeln. Mmh, 1,29 kostet die Packung. Und die sind wirklich sehr, sehr lecker. Die mussten einfach mit. Dann zu guter Letzt noch die Kokosraspeln. Für 75 Cent. Ja, sind auch lecker. Bin gespannt. Die vom Action habe ich jetzt noch nicht probiert, aber werden bestimmt lecker sein. Ja, das war's jetzt mit meinem Action-Haul. Es hat mal wieder viel zu lange gedauert. Ich hoffe trotzdem, es hat euch Spaß gemacht, mir zuzugucken, was ich so alles geshoppt habe. Und vielleicht inspiriert es ja den einen oder anderen. Ja, ich danke euch fürs Zugucken und ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut, bis bald. Tschüss.